Herzlich willkommen zurück hier auf der Nebelinsel in Risen 3. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Seelenfresser. Davon befinden sich insgesamt 5 auf der Insel. Einen haben wir schon erledigt und wissen, dass es überhaupt einer ist. Aber der ist Geschichte und der zweite wird jeden Moment auch Geschichte sein. Und wie es aussieht, sind da 2 von der Inquisition, die schon die Waffe zücken und nicht uns, sondern Enten angreifen. Dann würde ich mal sagen, schnacken wir mal den. Die erzählen uns bestimmt nichts anderes, als dass sie von der Inquisition sind. Und das finde ich aber cool zu wissen, dass sie hier sind, denn, ja, so weiß ich, jetzt träume wieder schlecht, so weiß ich, dass, falls wir gegen den irgendwie schlechte Chancen haben, dass wir hier irgendwo hinrennen können. So. Nicht Mendoza. Stahlbart, ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Doch, das kannst du. Ich habe noch eine Chance, mein Leben zu retten. Dazu fehlen mir allerdings die Mittel. Aha, daher bitte. Wir stehen gegenüber von unserem Vater. Du hast auf mein Gold abgesehen, ja? Du hast mir zu Lebensschatten schon nichts hinterlassen, wird langsam Zeit. Du hast mir zu... Nun gut, also, was genau willst du von mir? Sag mir, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Ah, alle Schätze, die ich hatte, wurden schon gefunden. Du lügst doch. Da muss doch noch glaube ich allerdings auch. Ja, ja, ist ja gut. Es gibt eine Truhe auf einer kleinen Insel im Norden von Taranis. Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel, denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre der großen Sterne... In einer nördlichen kleinen Insel auf Taranis. Das ist doch schon mal was. Geil. Ja, aber ich hau jetzt besser wieder ab. Leb wohl, mein Junge. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich hab noch so viel Fragen. Du hast die Enten hierher gelockt. Red keine Scheiße, nichts habe ich gemacht. Du warst doch der Meinung, dass es Fletcher. Du solltest dich hier nicht unnötig lange aufhalten. Das weiß ich schon, habe ich schon gemerkt. Hast du ein Problem mit den Enten? Genau, wir haben vorhin, als der zweite aufgetaucht ist, im letzten Part, da kam, Bruder, da hieß eine Ente verdächtig. Da dachte ich schon, hä? Hatte schon so komisch. Und habe ich die Ente getötet. In dem Moment tauchte das Viech drauf. Entweder es hat sich dann transformiert oder das war ein Test, dass sich das Viech versteckt hat und dann hochgesprungen ist. Hast du ein... Das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich verhalten. Wenn du nachts aufwachst. Und sie dich wahrscheinlich merken die, dass diese verdächtige Ente etwa komisch ist und stimmt doch mit diesen genau, die drehen alle durch wegen der verdächtigen Ente, weil es ein echt ein Seelenfresser ist. Völlig durch. Nein, das wirst du noch merken, warum, lieber Bones. Was machst du hier mitten in... Ich bin mit den Piraten hier ange... Sie haben mir eine Überfahrt. Ihr kommt aus Antigua? Ich bin auf eigene Faust losgezogen, um herauszufinden... Doch keiner aus der von der Inquisition. Was meinst du? Na, das dunkle Land natürlich. Ich wollte wissen, wie weit es sich verbreitet hat. Aber jetzt sitze ich erstmal hier fest. Ich könnte versuchen, dich hier wegzubringen. Ich könnte versuchen, dich hier wegzubringen. Das ist sehr nett von dir, aber nein, danke. Ich werde vorerst hier bleiben und diese Insel studieren. Wenn ich wirklich hier weg will, dann werde ich das auch schaffen. Verdammt! Aber doch, ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Hast wohl die Hosen voll. Du wirst ja auch nicht von den Dienern des Todes... Oh, ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Warum bist du noch hier? Warum? Na, weil ich nicht hier... Ich höre schon die Enten im Hintergrund. Wir sind hier gelandet, weil wir gehört hatten, dass es hier eine Menge Schätze geben soll. Tja. Ach, deswegen ja klar, typisch Piraten. Warum schließt du dich nicht der Inquisition? Nein, danke. Bevor ich zur Inquisition krieche, bleibe ich lieber erstmal hier. Ja, zur Not binde ich mir ein paar Schildkröten zusammen und baue mir ein Floß. Ich werde hier... Was ist denn mit den Enten? Enten? Das sind keine Enten. Das sind... Was? Kennst du das? Wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Tja, ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich hier. Steh, als wir... Sieht so aus, als hätten sie es geschafft. Laber keine Scheiße. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert. Wenn wir diese Ente finden... Okay, dann müssen wir, nachdem wir den Seelenfresser erledigt haben, zu den... Ich werde deine böse Ente, wenn es dir danach besser... Das würdest du... Natürlich mache ich. Wo kann ich die böse Ente finden? Die verdächtige Ente, die haben wir im letzten Part schon gesehen. Kopf. Was?
Wenn das... Anscheinend hast du da falsch gelegen, oder? Ja, gut, und die böse Ente, die ist hier um die Ecke. Ich weiß, glaube ich, sogar wo ungefähr noch. Bones muss bloß dieses Mal unbedingt bei uns sein. Wahrscheinlich heißt die Dach, da ist sie. Komisch. Irgendwie kommt mir gerade das Wort Bürzel in den Kopf geschossen. Wenn man das oft hintereinander sagt, dann hört sich das komisch an. Was du nicht sagst. Das ist eine friedliche Ente. Friedliche Ente. Alter, das macht mich gerade so... Oh, ich krieg gleich wieder so Schiss, Alter. Ich hab richtig Schiss, die anzugreifen. Okay, ging ja. Nein! Bones, kämpf lieber, ey. Oh, verfickt. Ich möchte hier freien Lauf haben, sag ich mal. Bones ist gleich tot, weil diese Seelenfresse, die sind echt heftig. Aber ich denke mal, wenn wir die alle haben, ist der größte Teil dieser Insel getan. Könnte ich mir so vorstellen. Da diese Dinger sind echt verdammt. Um hier schon fast zu sagen, verfickt furchteinflößend, ey. Ich habe ja schon jedes Mal Schiss hier, diese Ente, Alter. Alter. Die machen mich so fertig. Ganz ehrlich, ey. Okay, wo ist hier? Ist noch eine andere friedliche. Ist jetzt unnötig, die töten zu müssen, aber es, ja. Die verdächtige Ente ist tot. Genau, das war die alles steuert und die sind echt dieses... Ach, wahrscheinlich hat die sich verwandelt oder so. Und da sind noch andere Viecher, da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich würde gern dahin zurück, wo wir gerade gekommen sind. Das werde ich aber sicherlich nicht finden. Doch, sehr schön. Deine Ente ist tot. Deine Ente war ein Seelenfresser. Ich habe gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Hast du sie verschont? Nein. Die armen Viecher. Aber wenn du der Meinung bist... Shit, ich hätte was anderes sagen sollen können. Mist. Mit dem haben wir schon zwei Seele. Mann, ey. Deine böse Ente... Was? Wie? Jetzt kriegt man wieder Seelen. Alter, auf, zu für einen Moment dachte ich, mir gehen die Lichter aus. Hier hast du ein bisschen Gold. Aber dafür erschreckst du mich nie wieder. Deal? Lol, der gibt uns Gold dafür. Versuchen wir nochmal, den zu beklauen. Hat geklappt. Sehr schön. Irgendwas Interessantes? Nö, danke. Dann machen wir uns weiter direkt zum nächsten Seelenfresser. Mal schauen, welche Ente da auftaucht. Zack, Xaxum, Krack, Alra, Xorarul. Keine Ahnung. So. Ja, diesen Tier, ich würde sagen, wir gehen zuerst zu der in der Ruine, denn die finde ich am interessantesten. Wenn wir uns nach da drehen. Aber lass uns erstmal abwarten. Vielleicht war das ja ihr letzter Angriff. Na, wollen wir es hoffen. Gut. Spawns hinter uns. Yes, da oben ist schon wieder ein Feuer. Hier sind bestimmt alle maßlang Feuer. Hier ist so ein hässlicher Snapper. Ich habe gerade gar keinen Bock auf den, aber naja. Die Angriffe sind natürlich um einiges stärker. Genau, wir machen von hier aus ein bisschen was. Und Bones macht mit seinem Schwert was. Treffen wir überhaupt? Mir kommt das so vor, als treffen wir die ganze Zeit nicht. Doch, anscheinend schon, aber wohl nicht jeden oder so. Na klar, manche gehen daneben, weil wir halt nicht mit so genau. Da macht es wohl doch mehr Sinn, das Ganze so zu erledigen, wie es aussieht. Gut, wir folgen einfach mal dem roten Pfeil. Ich denke mal, wir kommen da eventuell sogar deutlich schneller an, als wir uns vorstellen können. Ach Mist, da oben war doch das Feuer, da wollten wir hin.
Kommen wir da jetzt noch irgendwie hoch? Ja. Aber dann schnacken wir wieder mit irgendwelchen Leuten. Bestimmt können wir pro Seelenfresser irgendeiner, der aus der... der am Austicken ist. Sieht eher aus wie eine Grabstätte. Voodoo-Puppe. Ach du Scheiße. Was haben wir hier schon wieder gelandet? Ach du Schreck. Lebendiges Fleisch. Lasst euch mal genauer ansehen. Balthasar? Ich bin... Selbst wenn ich euch verspeisen wollte, es wäre mir nicht möglich. Mein Zustand verbietet es. Ah. Seid ihr auf der Suche nach Antworten? Vielleicht habe ich welche für euch. Der Tod sieht... Ob ich das so unter... Erzähl... Balthasar, der Magier. Ach, ein Magier. So rief man mich einst. Ich bin der Herr dieser Insel. Oh. Aber mit wem habe ich denke es wir bei zu tun? Dem einiges erfahren. Ich bin ein Wächter im Dienst der Magier. Taranis? Von diesem Ort höre ich zum ersten Mal. Merkwürdig. Und du bist Magier? Ihr seht aus, als wolltet ihr die Geheimnisse dieser Insel ergründen. Tut euch keinen Zwang an. Meinen Segen habt ihr. Was wär... Die Narren finden den Tod. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Doch ihr seid nicht der Erste, der hier Fuß gefasst hat. Eilt euch also, wenn ihr Schätze heben wollt. Mhm. Was ist das? Er ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Und ich sehe im Hintergrund die Ruinen, das heißt, wir sind in der Nähe vom nächsten Seelenfresser. Doch noch braucht es Zeit. Ja, hier hat ein Tod Bedeutung. Woanders verrotten die Kadaver nur vor... Wie lange bist du... Jahrhunderte habe ich kommen und gehen sehen. Die Zeit hat für mich an Bedeutung verloren. So lang... Auch die Ewigkeit ist nur ein Zustand. Und wenn der Schatten euch umhüllt, seht ihr die Dinge mit anderen Augen. Warum habe ich das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst? Ich diene als Wegweiser für die Suchenden. Und ihr seid auf der Suche. Mein Geheimnis ja, der ist schon komisch, der Typ. Bleiben. Ich glaube, der ist böse. Nur wer die Spuren der Zeit gefunden hat, wird es lüften. Was meintest du mit Spuren der Zeit? Hört gut zu. In den Süden geschickt, doch in tödliche Fänge verstrickt. Mit Zeichen gefüllt, doch am östlichen Strand wieder angespült. Hoch oben im Südosten, wo die Ratten seine Knochen kosten. Und das soll mir weiterhelfen? Strengt euch an, oder teilt ihr Schicksal. Soll ich mal was über das Wesen des... Genug geredet. Wo geht der jetzt hin? Verpisst er sich? Ne, da stellt sich dahin. Ich glaube, das sagt mir was. Pfade ins Jenseits, vereint im Jenseits. Das sagt mir was. Sein Spruch am Ende. Bezeichnend. In die Irre geführt, seid auf der Insel nach Hinweisen suchen und so, was hier vor sich geht. Der Geist Balthasar redet ziemlich wirres Zeug. Verstaubte Aufzeichnungen, verflitterte Flaschenpost. Achso, hier muss ich einiges finden und das befindet sich an. Hier auch in diesen Gegenden. Das heißt, den sollten wir mitnehmen, wenn wir den Seelenfresser erledigt haben. Den, wenn wir den hier in der Gegend und den und den. Den und den, genau. Okay. Puh. Spannend, spannend. Vereint im Jenseits. Mein Geheimnis jedoch wird euch erstmal hört gut zu. In den Süden geschickt, doch in tödliche Fänge verstrickt mit tödliche Fänge. Mit Zeichen gefüllt, doch am östlichen Strand wieder angespült. Hoch oben im Südosten, wo die Ratten seine Knochen kosten. In den Süden geschickt, doch in tödliche Fänge verstrickt. Süden, die Krabbenpiste ist im Süden, das bezieht sich bestimmt auf uns. Im östlichen Strand wieder angespült. Ja, Bones hat uns gefunden. Hoch oben im Südosten, wo die Ratten seine Knochen kosten. Das sagt mir was. Wenn wir das Ganze auf der Karte markieren, wo führt das Ganze uns hin? Dahin? Auf die auf die Flaschenpost. Und die anderen Punkte. Ach, um das hinzukriegen, müssen wir das alles holen, okay? Puh, ja, wird spannend. In die Irre geführt, jedoch erst einmal Pfade ins Jenseits. Kümmern wir uns erst einmal um die.
Da sind wir schon relativ nah dran, wie ich schon vor lauter Gewandtheit erkannt habe. Nein. Nein! Alter, ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Bock auf die Viecher. Bones, ich habe Bones reden gehört. Der muss hier in der Nähe sein. Ach da, okay. Nein. Da kommt jetzt nicht noch ein dritter, euer Ernst. Oh Mann, und warum geht der nicht so? Das regt mich eben auf. Wie oft kam das schon vor? Wie ist es, wenn man zu einem Geist rennt? Hilft er einem dann oder bleibt er einfach nur dumm rumstehen, als wäre nichts? Ja, Bones, kümmere dich um den. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei. Was? Wieso hat der jetzt wieder das Licht? Och nee, ne? Nun ja, egal. Ich öffne einmal das Inventar. Was? Was habe ich gemacht? Alter, was habe ich gemacht? Wie habe ich das hingekriegt? Scheiße. Okay. Ich habe I gedrückt. Das muss ich mir gleich nochmal Aufnahmen von mir anschauen. Was ist passiert? Ich habe nicht gecheatet. Ich hatte auch noch nie hier in dem Spiel Cheat an. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das schwöre ich euch. Na gut, ich habe ja auch nichts gemacht. Ist in dem Sinne gerade. Ah, verfickt. Puh. Mann. Inventar, Magie, Heilung. So. Das mit dem Licht lassen wir jetzt. So, weiter in die Richtung. Natürlich wäre das jetzt totale Verschwendung, aber wir werden die schon mal wieder kriegen. Mal sehen, ob wir es diesmal wieder mit einer verdächtigen Ente zu tun haben. Wenn man darüber nachdenkt, eine Ente als verdächtig sehen, würde jeder einen für bekloppt erklären, aber in dem Fall ist es mal was Ernstes. Bestimmt ist das hier auch gerade unnötig, dass wir uns hierhin begeben. Dranbleiben. Die ist richtig nah an uns. Wo ist Bonesy? Scheiße, wo ist Bones? Weil hier war ja noch ein zweiter Varan. Ich bin mir relativ sicher, dass er sich um den gekümmert. Ach, der hat sich wohl schon um den gekümmert. Shit, 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 shit. Oh Mann. Ich kann so schnell nicht zielen. Zack. Zack. Jetzt das feuern wir jetzt einfach mal voll richtig schön in den Hintern. Da brennt er durch mit dem. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Yeah. Gut. Und jetzt nochmal auf die Karte schauen. Wir müssen doch hier in der Nähe sein. Oh, wir sind wir auch diese scheiß Felsen immer, ganz ehrlich. Wir müssen hier einfach um den Felsen einmal rum. Meine Fresse. Wie oft sind wir schon irgendwie mit den... Wir und unsere Felsen hier. Wir haben es nicht so mit Felsen. Und wo spawnt schon wieder? Also gerade ist es echt ein bisschen anstrengend. Weil jetzt durch den Blick zu Bones habe ich das Gefühl, mich etwas verirrt zu haben. Bones, wo bist du da? Komm mal schneller, ey. Und hier sind gleich die Ruinen. Ach, Bones, Alter, diese ganzen Scheißviecher, ey. Ach, deswegen hat er es gesagt. Na gut, so eine Wasserechse ist generell recht schnell erledigt. Zack. Zack. Hier geht gerade alles daneben. Ich merke schon. Dann macht das halt der Bones. Und hier sind die Ruinen. Oh Mann, ey. Euer Ernst. Zwei Skelette? Ah, Mann, ey. Und warum zum Fick, wenn ich den anvisiert habe? Warum schießt der einfach nach hinten? Wir können natürlich auch jederzeit wieder zum Schwert wechseln, aber natürlich bin ich jetzt Magier und möchte das erstmal auskosten und habe da auch gerade eigentlich voll Bock drauf.
Aber manchmal verstehe ich das jetzt nicht, weil so macht viel mehr Spaß eigentlich, wenn man dann, wenn man es hinkriegt, es sei denn, es ist, man kämpft gegen einen Nahkämpfer, der voll schnell ist, da, und kämpft alleine, dann lohnt sich das nicht. Aber sonst. Manchmal habe ich dieses wieder schnacken. Töten die auch wieder Enten. Immer, dass wir besser Acht geben sollten. Und manchmal Alter, ich rede schon mal mit Diaz. Ach, können wir nicht, weil er angegriffen wird. Von solchen unnötigen Spinnen, die eigentlich niemanden jucken müssten. Eine Frau oder ein Kind? Was geht ab? Leckt mich am Arsch, ey. Oh. Ich dachte, ich hab das weggepackt. War froh, endlich mit dem reden zu können. Und dann das. Ach. Leute. Hey, ich war zuerst hier. Such gefälligst woanders nach. Und jetzt ist schon wieder die Klinge. Und jetzt zisch ab zu Carlos und mach dich nützlich. Kannst Diaz gleich mitnehmen. Nette du denkst wohl auf die Tour schafft, aber nichts da. Circe wird mein Weib. Der hat's wohl bitter nötig. Es wird mein Weib, du hast wohl schon lange keine Frau mehr gesehen. Du hast wohl schon lange keine Frau mehr gesehen. Natürlich nicht. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und wenn du dann eine hast, dann musst du ihr was bieten. Das wäre. Wirf mal einen Blick auf meine Muskeln. Wenn ich die spielen lasse, dann schmilzt sie dahin. Kannst ruhig mal anfassen, wenn du willst. Schon gut. Das mit der Pflichterfüllung nimmst du nicht so ernst, oder? Sag mal, was quatschst du denn da? Hast du hier jetzt das Kommando an dich gerissen, oder was? Ich mach schon noch meinen Dienst. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Ja, lass mich trainieren. Gangster. Ich möchte mich mit dem prügeln, möchte seiner Frau beweisen, wer der echte Baubus ist. Und das ihr müsst von weit her gereist sein. Kommt und gesellt euch zu mir. Ihr seht müde aus. Warum nicht? Eine kleine Pause kann nicht schaden. Wahr gesprochen. Selbst die größten Helden schöpfen ihre Kraft in der Ruhe. Ganz zu schweigen von der Wärme, die ich euch geben mag. Bitte verzeiht, aber ich fühle mich eigenartig geborgen in eurer Nähe. Ihr müsst sehr beliebt bei den Frauen sein. Schluss mit dem Süßholzgeraspel. Naja. Nur keine falsche Bescheidenheit bei eurer Statur. Ich denke, sie verzehren sich geradezu nach jemandem, wie ihr seid. Genervt ist von mir und dann ich seht aus, als werdet ihr selbst mit den größten Problemen fertig. Frau Umhoff, vielleicht habt ihr eines Tages Zeit, auch mir einen Dienst zu erweisen. Genau, bestimmt will sie am Ende den guten Stahlbart und nicht ihren, ich habe seinen Namen vergessen, mit dem wir gerade geredet haben, Hector, glaube ich, bist auf diese Insel gekommen. Wie bist du auf diese Insel gekommen? Gewiss habt ihr eine Antwort auf diese Frage verdient. Und dann will er uns verprügeln doch, und dann verprügeln wir ihn und das ist lustig. Ich vermag sie euch nicht zu beantworten. Ein grauer Schleier umgibt meine Erinnerungen. Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon eine Ewigkeit gefangen. Welchen Gefallen soll ich dir tun? Ach, wisst ihr, es ist immer wieder das Gleiche. Kaum findet sich ein Verehrer auf dieser Insel, sind sie nur an einem interessiert. Und mich umgarnen gleich zwei von dieser Sorte. Sie sind eine Plage. Und was genau erwartet? Nun, wenn ihr Manns genug seid, dann... obwohl, nein, es wäre ein Fehler, euch mit dieser Aufgabe zu behelligen. Na jetzt drück schon raus mit der Sprache. Es wäre mir eine große Freude, wenn sie verschwinden würden. Für immer. Geht das nicht ein bisschen jetzt? Nein. Nur ihr Tod garantiert mir meine Freiheit. Stellt euch nur vor, was und passiert, wenn die anderen Soldaten von mir erfahren. Männer, die wochenlang allein auf See waren, können grausam sein. Wir sollen für die Braut Auftragsmörder spielen? Das stinkt doch. Wie sieht die Belohnung für die... Ich biete dir, was den Soldaten verwehrt bleiben soll. Eine Nacht, die ihr nie vergessen werdet. Okay, das machen wir. Mein Körper Spaß. Soll der eure sein. Okay, und wen genau sollen wir töten? Die Worte sind genug gewechselt. Das ist so eine richtige... die will Männer verführen und die dann für ihre Zwecke nutzen. Das geht
absolut nicht. Dann gibt's jetzt aufs Maul. Oder soll ich sagen, dass ich soll es wissen oder sollen wir es ihm einfach sagen? Das ist provokativer. Genau, wir haben gespeichert, wir testen mal. Wenn du denkst, dass ich dir das abkaufe, dann vergiss es. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich heiraten wird. Warum sollte sie mich dann wohl töten wollen? Du irrst dich. Also pass bloß auf. Und jetzt gibt's was aufs Maul. Glaub ja nicht, dass du mit... Zieh deine Waffe! Dich schnapp ich mir! Und den sollen wir richtig töten, ey? Ah, so armselig, ne? Na gut, wir kämpfen auch zu zweit. Ach so, aber wir sollen Hector töten und nicht Diaz. Ach so, doch, wir sollen doch beide... Vielleicht meint sie nur einfach nur die beiden. Genau so machen wir's. Okay, Diaz haben wir gleich. Magie ist echt verdammt gut. Kurzer Prozess, ich speichere. Nehme die Waffe wieder und sorge dafür, dass er nicht meinen Kumpel Bones umhaut. Wehe, der ist tot. Da habe ich gleich noch mehr Bock, ihn zu töten, Alter. Aber jetzt mache ich auch richtigen Prozess mit dir. Selbst wenn du ihn nur umgehauen hast, Alter. Du bist ein Arschloch, Alter. Du hast es nicht verdient. Du kleiner Peter. Ich weiß zwar nicht, wie er sie behandelt hat, aber... ich denke mal nicht gut. Wo ist das Zeug von den Ohren? Teleportstein? Diaz, wo habe ich ihn nochmal umgehauen? Hier hinten, ne? Das war's mit dir, mein Freund. Dann sag mal, frag mal, was die gute Dame sagt. Deine Verehrer schweigen für immer. Gut gemacht. Darum ist es nun an der Zeit für eure Belohnung. Heute Nacht kostet ihr von den Vorzügen, die eine Frau euch bieten kann. Schließt nun eure Augen und entspannt euch. Vergesst all eure Sorgen. Bin gespannt, wie die das jetzt machen. Oh, das war traumhaft. Ach so, gar nicht. Ihr wisst wahrlich, was eine Frau begehrt. Ganz zu schweigen von eurer Ausdauer. Ich hoffe, es hat euch ebenso Freude bereitet wie mir. Ja, ja, ganz klasse. Ich sehe. Moment, ich dachte, wir machen nur eine Pause. Ihr seid ja unersättlich. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Doch der Meister duldet keinen Aufschub. Meister? Ach ja, spart euch die Mühe, eure Kleider anzulegen. Da, wo ihr jetzt hingeht, braucht ihr sie nicht mehr. Lebt wohl, mein Krieger. Verfickt! Alter! Das war alles nur Show! Jetzt ist die Frage, ob das eine Frau war oder ob das... Stimmt! Die machen diese Viecher, haben immer irgendwas. Mal war es Dings, die Ente. Ja, und jetzt das. Ich würde mich ja gerne erst um das Viech kümmern, weil das ist schwerer. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir zwei gleichzeitig angreifen können. Heißt das, wir hätten vielleicht Hector gar nicht umbringen sollen? Wir hätten es tun müssen, oder? Wir konnten doch gar nichts machen anderes. Dann hätten wir die ganze Quest gelassen. Ich glaube, wir mussten das sogar tun. Shit. Einfach nochmal neu laden. Und ihr Meister. Nein, sie meinte doch ihr Meister. Das heißt, ihr Meister, das ihr Meister, Meister. Wo sind denn wir hier? Deine Verehrer schweigen für immer. Oh, das war traumhaft. Genau. Und die hat mir erstmal ihre Klamotten geklaut und ihr Meister kam dann. Das war dieser Spast. Jetzt muss ich das geschickt anstellen. Und wenn ich nicht allzu viel rede, nehmt es mir nicht übel, Leute. Ich muss mich gerade echt ein bisschen konzentrieren, weil ich will
auch nicht, dass Bones kaputt geht, sage ich mal. Weil ohne den haben wir hier schlechte Chancen. Auch ich weiß, dass er dann irgendwann wieder aufsteht. Aber das dauert manchmal schon viel zu lang. Oh Gott, ich dachte gerade schon erst, es hätte ihn schon erwischt. War dann aber doch nicht der Fall. Ich kümmere mich erstmal um den Schergen. Eins zur Zeit ist immer besser. Bin gespannt, ob wir von der Frau nochmal was hören, wenn die Dings tot ist. Achso, die Schergen machen nur eins zur Zeit, oder was? Egal, jetzt bist du dran. Auch dich werde ich nicht allzu lange leben lassen. Und jetzt meinem Kumpel Bones helfen. Der gerade... Scheiße! Verdammt. Wir müssen irgendwie jetzt hier am Leben bleiben, würde ich mal sagen. Und dieses Glück, dass wir den, dass wir schießen können und der nicht zu schnell ist, das werden wir nicht immer haben. Deswegen können wir den nicht alleine fertig machen. Ich weiß bloß nicht, ob Bones wieder aufsteht. Oder ob der liebe Mann vielleicht sogar tot ist. Und wir den entweder alleine machen müssen oder schon neu laden. Das möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht testen. War der getroffen? Sah nicht so aus. Shit. Müssen wir es nochmal machen. Müssen wir auch nochmal mit der Tante schnacken. Aber richtig, das haben sie echt gemacht. Das haben sie echt gut gemacht, diese ganzen... Ja, das ist nicht einfach nur so ein Viech ist, was dann auftaucht, sondern alles hat so eine Story. Finde ich richtig geil gemacht. Die Musik hat's auch gut getroffen. Bones wird wieder sterben, wenn nicht sogar früher diesmal. Oh Mann! Das regt mich gerade so auf. Ich muss mich einfach beeilen, scheiße. Ich muss diesmal schneller sein. Sonst geht Bones wieder drauf und das will ich einfach nicht. Weil ohne den, wie wir gerade gemerkt haben, sind wir ziemlich aufgeschmissen. Sonst Bones, wenn wir den so steuern könnten oder dem Befehle geben könnten, dann können wir sagen, hier, pass auf und so. Oh mein Gott, das ist gerade richtig, wie soll ich sagen, aufregend. Ich möchte das auch jetzt ehrlich gesagt geschafft haben. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob wir den Hector hätten am Leben lassen können. Klar hätten wir das mal, obwohl... Vielleicht wäre der dann ja nicht aufgetaucht, weil das ist sie ja anscheinend. Ich glaube, wir mussten schon so handeln, wir mussten... Morde begehen. Und davon gleich zwei. So. Möchte ich mal sagen, ja, meine Maus wird ziemlich laut, aber egal, es sollte bald besser werden. Früher hat man meine Maus richtig scheiße laut gehört, das wird immer besser und meine Maus ist eigentlich auch nicht die lauteste, beziehungsweise ist kein Scheißklicken. Es ist jetzt nicht so unangenehm, hoffe ich mal. Bei Kämpfen, wo ich halt richtig viel drück. Ich müsste gar nicht so viel drücken, aber wenn ich ein bisschen aufgeregt bin und das erledigen möchte, dann drücke ich lieber einmal öfter, nicht dass sie... Bones ist tot. Verfickt, ey. So ein Scheiß. Wo ist er? Wenn ich ihn sehe, da ist er. Ja, er ist nur bewusstlos. Gut. Das bedeutet, Zähne zusammenbeißen. Am besten sogar speichern. Ruhe bewahren. Ein bisschen kann ich ja kommentieren. Also, wir sind jetzt hier auf einen Spaß. Aber, kommentieren natürlich immer weiter. Mann, ich laber einen Scheiß.
Nee, wir müssen jetzt irgendwie hier uns wach halten, sag ich mal. Dass wir am Leben bleiben und nicht draufgehen. Das wäre nämlich richtig kacke. Aber, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Es ist ja, wie wir sehen, gerade überhaupt nicht schwer. Wir dürfen nur keinen Fehler machen. Und wenn wir hin und her gehen, ich hoffe bloß, dass Bones in ein paar Minuten aufwacht. Wie lange dauert das? Wir haben mal getestet in der Mine. Ich glaube, 1-2 Minuten. Was ich eigentlich auch schon für recht viel halte, aber können wir ihn nun nicht ändern. Ich mache auf jeden Fall 3 Kreuze, wenn Bones aufwacht, weil gerade ist es schon kacke. Ich würde ihn auch gerne irgendwie heilen, aber ich glaube, das können wir gar nicht. Er stand schon bewusstlos, ne? Ich will das jetzt ungern nochmal testen. Obwohl, wir könnten ja speichern. Die Flamme erlischt. Ja, bewusstlos, eindeutig. Bin mir gerade sowieso... Ne, das können wir behalten. Lass mal durchgehen. Ah, das langsam wird schon wieder doof. Alter, wie lange ist der bewusstlos? Die erwarten doch nicht ehrlich, dass ich das jetzt alleine weitermache. Wisst ihr was? Ich speichere mal und versuche mein Glück. Weil dieser scheiß Schäge, ey, wenn wir den hätten. Ich habe doch gesagt, ich will... Ich meine, das Ding könnte ich mit etwas Glück schaffen, aber nicht 2. Und genau solche Angriffe, die sind nahezu... Nee, das... Der wacht nicht mehr auf. Was ist denn das für ein Kack? Bestimmt erst, wenn ich das Viech fertig habe. Das ist eine Taktik, die jetzt auch leider vorbei ist. Meine Güte. Wie macht... Nein! Ah, wir haben ja hier gespeichert. Ah, hier lebt... Lebt er wieder oder... Der lebt wieder, was? Bestimmt war das ein Bug, dass der so lange tot war. Könnte ich mir vorstellen, oder? Weil kaum lade ich neu, steht der sofort auf. So, und jetzt helfen wir ihm. Jetzt wird er auch nicht mehr drauf gehen. Oder wir, ne, so nicht. Oh, Bones, ich liebe dich, du bist so ein korrekter Mann. Du hast schon die ganze Zeit, also no homo, ne? Schon die ganze Zeit begleitet uns der gute Mann hier in diesem Spiel. Ohne ihn wären wir schon, hätten wir einiges nicht geschafft. Der dritte ist hiermit erledigt. Kranke Story. Richtig kranke Story. Ich glaube, Hector liegt hier sogar noch. Ich glaube, wir mussten ihn töten. Das war einfach unsere Bestimmung. Das Schloss kriegen wir nicht auf. Ich kann mal pennen in Nacht. Brauchen wir aber nicht. Jetzt schaue ich einmal gerade auf die anderen beiden Quests. Auf jeden Fall die anderen beiden, die sind hier ziemlich in der Nähe. Ich denke mal, hier ist vielleicht eine kleine Höhle. Wenn das der Fall wäre, dann sind wir schon fast da. Vereint im Jenseits. Da haben wir einmal dieses. Das ist da. Das holen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. In die Irre geführt. Ist das ein bisschen in der Nähe? Ja, das ist in der Nähe. Haben sie gut gemacht. Auf der Karte markieren. Okay, hier ist gerade nichts in der Nähe. Gut, vielleicht machen wir doch erst die Viecher fertig und gehen dann nochmal so einen kleinen Weg hier ab irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Das war ja ein äußerst aufregender, heftiger Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.